In den Sternen. Das haben wir doch hier, Sterne, oder? Der Guru sagte, die Lottozahlen stehen in den Sternen. Ja. Was meinte er wohl damit? Was? Ah, vielleicht meinte er das. Hast du dir aufgeschrieben? Joa, hat jemand einen Zettel mit dabei? Der Guru hatte doch... 4, 8, 15, 16... Jetzt tut es mir fast leid, was ich auf sein Diplom im Vorraum gekritzelt habe. Diplom im Vorraum? Wir müssen das Diplom im Vorraum mitnehmen und das aufschreiben. Oder wie jetzt? Ich schreibe es mir hier gerade mal auf. Und der Guru hatte doch recht. 4, 8. Jetzt tut es mir fast leid, was ich auf sein Diplom im Vor... Ich muss mir aufschreiben. 4, 8, 15. Jetzt tut es mir fast leid, was ich auf sein... Screenshot hätte es auch getan, aber... Der Guru hatte... 16, 23. Jetzt tut es mir fast leid, was ich auf sein Diplom im... Na komm. Wir müssen wahrscheinlich das Diplom im Vorraum mitnehmen. Der Guru hatte doch recht. Aber wie kommt man in den Vorraum? Jetzt tut es mir... Ich hab nicht hingeguckt. Der Guru hat... 42 ist das letzte. Jetzt tut es mir fast leid, was ich auf sein Diplom im Vorraum gekritzelt habe. So, aufgeschrieben. So, nochmal zurück nach Portavesco. Hier wird halt rumgewandert. Sehr. Diplom im Vorraum. Ich sehe, du hast noch weitere Fragen. Ha, voll also, daneben. Aber wo ich schon mal hier bin. Ich will dich nicht länger stören. Ich habe es. Du hast es anders gesehen. Eine Voodoo-Puppe an der Wand. Wir kommen nicht in den Vorraum. Ja, gut, vielleicht. Aber wie? Ja, wir haben immer noch nicht. Müssen wir jetzt die Lottozahlen da eingeben in den Automaten, in den Lottoautomaten. Lottomat. Versuchen wir es mal. Waiter. Schon Schwarzmarkt. Ich habe mir die notiert, die Ziffern. Vielleicht. Mit etwas Glück. So, Lottomat. Lotto spielen hat nicht, sondern nur... Nice. Da müssen wir gar nicht eintippen. Die kennt er also schon. So, ich hätte gern meinen Gewinn. Hey du, ich möchte meinen Gewinn abholen. Oh, Torpedo-Delfin. Danke. Ausrüstung. Torpedo-Ausrüstung. Gewinn. Großartig. Und zurück zum Kutter. Und nun... Achso, ja, zurück nach Portofisco. Nein, nicht zum Seher. Eingang. So, wir haben Torpedo-Ausrüstung. Na dann. Okay, jetzt bloß keine schnellen Bewegungen. Leg das einfach beiseite und niemand wird verletzt. Deine Witze waren auch schon besser. Ich weiß schon, was ich tue. Ach, wirklich? Ja. Und warum tust du es dann trotzdem? Also nicht. Sie sind zu weit weg, um sie auszurüsten. Ich muss sie irgendwie durch die Schleuse bekommen. Ach du Schreck. Na gut, dann machen wir erstmal das mit. Wir haben doch jetzt alle Zutaten. Wir können doch jetzt theoretisch, vielleicht auch praktisch,
auf Isla Obacht. Funkmast. Und Babygold brauchen wir natürlich. Die andere wird sich niemals dorthin stellen. Das können wir doch hier. Das ist wieder mein Planschbecken. Planschbecken auf Plateau. Der perfekte Platz für mein Jacuzzi. Jacuzzi, ich Jacuzzi dir lächeln. So, Pumper. Na jo, super. Aus dem Hahn kommt nur öliges Wasser. Genau das, was auf einer Gut, Goal, möchtest du dich da mal hinstellen? Hey, Goal! Alles gut bei dir? Nicht, ich habe Angst. Ich bin ja wach. Kannst du dich noch mal in das Planschbecken stellen? Na klar. Oh wei. Und jetzt? Abwarten. Wenn mein Plan funktioniert, wird dir schon sehr bald ein Licht aufgehen. Weil du von einem Blitz getroffen wirst. Was? Bleib so. Ich bin gleich wieder da. Schön. Du bist ein echter Freund. Warten, nicht reden. So, ich hab was für dich. Halt mal diesen Schirm. Und jetzt? Abwarten. Wenn mein Plan funktioniert, wird dir schon sehr bald ein Licht aufgehen. Weil du von einem... So, was brauchen wir noch? Einen Sender, oder? Ich habe den Sender repariert. Wow. Tja, in Wirklichkeit... Nein, ach, das Glück braucht sie noch. Ja. Den Gewinn. Lotto-Gewinn. Hier, das wirst du brauchen. Wir haben ja im Lotto gewonnen. Wie standen wohl die Chancen? In etwa so hoch, wie von einem Blitz getroffen zu werden. So viel Glück, kaum zu fassen. Und? Jetzt können wir vielleicht mal hier raufklettern und dann... Dann wollen wir mal. Ach, verdammt. Jetzt werden wir vom Blitz getroffen. Tja, also noch nicht. Aua. Ja, den Sender mit dem Funkmast, vielleicht können wir... Sie müssten doch eigentlich Goal getroffen werden, oder? Nice! Hey, das hat ja richtig gut geklappt! Sender repariert. Was hat gut geklappt? Passt du denn gar nicht auf, wenn ich hier mein Leben riskiere? Sorry! Ich muss kurz geblinzelt haben! Geblinzelt. Okay, jetzt haben wir hier einen funktionierenden Sender. Was uns das jetzt weiterhilft, weiß ich auch noch nicht, aber jetzt können wir vielleicht ein Portafisco weitermachen. Portafisco. Die Delfine. Tja. Müssen wir die hier ablenken mit dem, ja, hier mit dem Gulli. Wie das funktioniert, habe ich auch noch keine Ahnung gehabt. Ja, das ist lustig. Das wird die Delfine garantiert aufmuntern. Banane von dem Gulli, aber das bringt doch auch nichts. Das haben wir doch schon verschiedene Male benutzt. Verdammt, ach. Mein Plan braucht wohl noch ein wenig Feinschliff. Die Banane. Gerade Banane vielleicht. Ja, das ist lustig. Das wird die Delfine garantiert aufmuntern. Na komm. Was? Hey, was soll denn das? Du solltest doch... Verdammt. Oh Mann. Nein. Oh, Fuß. Na, sind sie unterhalten? Ja, sie sind unterhalten. Großartig. Dem Delfin scheint es ja immerhin gefallen zu haben. Ich sag doch, dass ich was von intelligent gemachter Comedy verstehe. Okay, das hätten wir. Das müssen wir noch durchlassen. Wenn wir die Schleuse irgendwie knapp. Aha.
können wir die irgendwie. Tja. Wie kommen die Delfine jetzt hier durch? Okay, der läuft da oben noch lang. Der Organon-Jeep. Tja. Müssen die irgendwie rauslassen, die Delfine? Gibt's da irgendwie einen Hebel oder einen Knopf, der da den Weg frei macht? Und? Ich habe ein paar Fragen zu den Delfinen. Nein, man kann sie nicht dazu abrichten, mit dir Karaoke zu singen. Okay, dann fällt die Idee schon mal flach. Aber ich brauche die Hilfe der Delfine für meine Jagd. Na gut, öffne einfach die Schleuse, wenn du soweit bist. Aber vergiss nicht, dass sie noch ihre Ausrüstung brauchen. Würde ich gern die Schleuse öffnen. Ich glaube, wir sollten das Thema. Ja. Ich muss los. Ich habe wichtige Anführen. Was denn? Ich nicht. Ja. Ich hab da was. Schleuse. Sehr gut. Komm, Fischi, Fischi. Los, durch. Was soll das denn? Na was schon? Ich befreie die armen Fische aus deiner Tyrannei. Das sind keine Fische, sondern hochintelligente Meeressäuger. Ach ja? Hey, dann heißt ihr da, der in 5 Sekunden nicht raus ist, bleibt bei Toni. Jo. Du hast recht. Sie sind wirklich hochintelligent. Na dann, raus. Die brauchen noch ihre Torpedo-Ausrüstung. Torpedo-Ausrüstung, Delfine. Alle dressierten Meeressäuger, die bereit sind, mit Torpedos auf meine flüchtige Freundin zu feuern, Flossen hoch! Nice. Torpedo-Delfine. Mach Papa stolz. Das ist sehr gut. Los zum Kutter. Und jetzt. Die Torpedodelfine sind bereit und ich kenne die Position des Tauchboots. Na, dann wollen wir mal. Was? Ach du Schande. Minispiel. Oder was? Delfine. Die Jagd kann beginnen. Ich muss nur einen einzigen Delfin in das Planquadrat des Tauchboots schicken und dann. Ach du Schreck. Ach du meine Fresse. Wie soll denn das was werden? Ich experimentiere hier immer ein bisschen. Oh, deine ist schon ganz in der Nähe. Na komm. Ich weiß nicht, was ich überhaupt mache. Ach du Schande. Wild und planlos umherklicken. Können wir die irgendwie auswählen und okay, jetzt stellen wir den obersten. Was machen wir hier endlich? Ich kann mal den irgendwie. Neustart. Ach,
Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Was mache ich hier? Ja, irgendwie bewegen die sich komplett falsch. Aha. Ah, okay. Theoretisch. Ah, jetzt bewegen wir den nach vorne. Eingekesselt. Das könnte klappen. Verdammt. Vielleicht sind sie doch alle in der Nähe, oder? Jo. Eigentlich sind doch jetzt alle. Einer ist ganz in der Nähe. Nein. Die entkommen wieder. Verdammt! Das Boot entkommt wieder. Ich hab verstanden, was ich machen soll, aber es wird nicht. So ein Mist. Neustart ist noch zu früh, oder? Ach komm. So theoretisch. Den jetzt. Den jetzt runter und den jetzt. Den jetzt drauf los. Und den jetzt. Und den jetzt. Und den jetzt. Blub. Ach du Schreck. Ach, ich will nicht mehr. Na komm. Zehn Stunden später. Na komm. Müssen wir alle drei hinkriegen, oder? Ach, verdammt. Der hier oben lang, der da unten lang, der dreht sich mal und der... Eigentlich müssen wir sie nur einkesseln. Das zum Drehen und das ist zum Loslegen. Okay. Falsche Richtung. Wir müssen nur einen Delfin in die Nähe bringen. Falsche Richtung. Falsche Richtung. Immer noch falsche Richtung. Der ist doch jetzt in der Nähe, na komm. Umkesselt. Na komm. Verdammt. Das muss doch jetzt... Verstehe nicht. Kacke.
So und so und so und so. Eine Ewigkeit später. Okay. Nach Ewigkeiten. Nach ewigen Versuchen. Was? Nein. Verdammt. Na komm. Rettet uns, Delfine. Ja. Juppie-Juha. Meinst du, es könnte meine Chancen bei Goal verringern, dass ich einen Teil von ihr mit Torpedos zum Kentern gebracht habe? Normalerweise würde man so denken, ja. Immerhin ist sie zur Hälfte ein Drittel deiner Freundin. Oder wie auch immer ihr eure Beziehung nennt. Wahrscheinlich müsste man ein neues Wort erfinden. Verwechslungsramödie. Gut, ich mache mal eine kleine Aufnahmepause. Ich habe jetzt ziemlich lange Chaos on the Pony gespielt. Ich brauche eine Pause. Jo, weiter geht's in der nächsten Aufnahme. Bis dahin. Ciao, ciao.